die negativen Gedanken. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute habe ich meine Favoriten für euch und zwar sind einige Schätzchen dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich habe noch eine Frage an euch und deshalb, wenn es euch interessiert, dann bleibt jetzt auf jeden Fall dran. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Video und los geht's. Wir legen mal los mit einem Schätzchen, das nichts mit Beauty zu tun hat, sondern mit meinem Sohnemann Lissandro. Und zwar hatte ich euch im Herbst eine Internetseite vorgestellt, Ella und Paul nennt sie sich. Das ist eine Stofftiermanufaktur, da können Kinder ihr Stofftier, das sie vorher gezeichnet haben, hinsenden und dann wird es per Handarbeit quasi gefertigt. Viele von euch haben mich gefragt, auch privat, was denn nun mit dem Stofftier geworden ist, ob der Lissandro zufrieden ist. Und ja, ich kann euch nur so viel dazu sagen, dass ja die Lieferzeit 4 bis 5 Wochen eigentlich sind. Also so ist es angegeben. Es war dann aber schon November und die hatten scheinbar sehr, sehr viel zu tun, sodass der Lissandro sein Stofftier leider nicht an Weihnachten hatte, so wie ich es geplant habe. Was natürlich sehr, sehr traurig war, aber als das Stofftier dann da war, war der Lissandro tatsächlich sehr, sehr glücklich. Also der hat es voller Freude ausgepackt. Ich muss dazu sagen, dass er wirklich oft danach gefragt hat. Jetzt ist ja der Lissandro schon 9, da geht es dann. Die haben dann schon mehr Verständnis. Wenn es jetzt ein kleineres Kind gewesen wäre, wäre es natürlich echt traurig gewesen. Also falls ihr da was bestellt, müsst ihr wirklich rechtzeitig das Bild dahin senden, damit die Möglichkeit haben, das eben zu fertigen. Ja, es ist so, dass ich euch das Stofftier jetzt mal zeige. Und zwar hat Alessandro ja die Bella gemalt und ich finde, sie ist wirklich 1:1 so geworden, wie der Lissandro sie gemalt hat. Also bis ins kleinste Detail, es steckt so viel Liebe darin. Hier steht sogar auf dem Halsband Bella und ja, also wie gesagt, er war total glücklich. Dieses Strahlen in seinen Augen, das ist einfach unbezahlbar gewesen und ich finde, das ist einfach eine ganz, ganz tolle Geschenkidee. Es gibt verschiedene Größen, die ihr angeben könnt. Es ist leider nicht ganz so günstig, aber ich finde, so eine Arbeit muss auf jeden Fall bezahlt werden und es ist auch richtig so, wenn ihr irgendwas Spezielles quasi haben möchtet, wo ihr sagt, Mensch, das hat nicht jeder, vielleicht für mein Patenkind, für mein eigenes Kind. Oder eben als Geschenkidee, also schaut euch die Seite sehr, sehr gerne mal an. Ich verlinke euch auch nochmal das Video dazu unten in der Infobox. Keine Sorge, ich werde nicht am Gewinn beteiligt. Ich finde es einfach nur mal was anderes. Allein schon, wenn das Kind das eben zeichnet und dann das Ergebnis sieht, das ist doch einfach irgendwie, ja, mal was ganz, ganz Neues. Also versteht ihr, wie ich meine? Das Stofftier, das wird Alessandro ewig haben und er hat es auch immer an seinem Kopfkissen im Bett. Also er nimmt es immer mit abends ins Bett, obwohl er ja schon 9 Jahre alt ist. Und ja, ich finde es einfach total süß, muss ich euch heute in diesem Video zeigen. Als nächstes kommen wir zu Schmuckstücken, die ich wirklich ausschließlich in den letzten Wochen getragen habe. Ich liebe es, aus dem Haus zu gehen und auf jeden Fall eine Uhr zu tragen, Ohrringe und Armkettchen. Also das gehört bei mir auf jeden Fall immer dazu. Und ich habe eine neue Instagram-Seite entdeckt, die sich nennt Feengeschmeide. Wenn ihr da mal vorbeischaut, ihr werdet wirklich entzückt sein. Die Sachen, die sind mit so viel Liebe gemacht und so herzallerliebst. Also ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden. Sie kommen an in so einem schönen Organza-Säckchen. Auch nochmal schön zur Aufbewahrung. Ich finde gerade die Verpackung oder wenn wir irgendwas kaufen und das dann nochmal schön eingepackt wird mit so viel Liebe, da macht es doch viel mehr Spaß. Also ich liebe das einfach, ich genieße das und ich hebe sowas natürlich auch immer auf. Wie gesagt, ich habe hier auch meine Kettchen drinnen. Ich zeige euch jetzt mal, was ich von Feengeschmeide habe und zwar zum einen wunderschönen Armreif in Rose Gold. Darauf steht Love Life and Enjoy Every Moment, was natürlich total schön ist. Und Rose Gold liebe ich im Moment sowieso total. Ich kombiniere das dann immer mit meiner Michael Kors Uhr. Für den Preis könnt ihr auf jeden Fall nichts falsch machen. Dann habe ich noch ein wunderschönes Armkettchen mit so kleinen Perlchen. Hier ist noch eine kleine Quaste dran in Schwarz und Gold.
super zum Kombinieren, trage ich auch wahnsinnig gerne. Und dann habe ich eben noch eine Kette, die eine Münze mit dran hat. Und das ist ja im Moment sowieso total modern. Also die ist eher schlicht gehalten, jetzt gerade von der Kette. Und auch der Anhänger ist eben eher klein. Und ich finde, dass das wahnsinnig viel hermacht. Also wenn ich mir das jetzt so dran mache, hätte ich jetzt heute auch tragen können. Finde ich einfach wunderschön. Schaut da sehr gerne mal vorbei bei der Seite Feengeschmeide. Ich verlinke euch auch das unten in der Infobox. Und auch hier wieder keine Sorge, ich werde daran nicht beteiligt. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal mit Beauty weiter. Genau, lasst uns mit Beauty weitermachen. Und zwar, oh mein Gott, ihr habt es auch schon in meinem Hintergrund entdeckt. Ich wurde da auch schon drauf angesprochen, woher denn dieses wunderschöne Nagellackregal ist. Genau, das ist von L'Oréal und ich hatte es bei ganz, ganz vielen Bloggern schon auf Instagram gesehen, dass es ihnen zugeschickt wurde. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass ich auch eine der Glücklichen sein werde, die dieses wunderschöne Paket bekommt. Als der Postbote da stand, habe ich mir nur gedacht, oh mein Gott, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich habe mich so sehr darüber gefreut, weil ich ja eine kleine Nagellack-Queen bin, das wisst ihr ganz genau. Und diese Verpackung, oh mein Gott, wenn ihr mal beim DM seid und davor steht, nehmt es einfach mal in die Hand und schaut es euch genauer an. Es ist so edel und es reicht noch nicht, dass es edel ist. Natürlich ist es nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist natürlich, wie der Nagellack ist und ich kann euch sagen, dass das einfach der Hammer ist. Also ich habe mir den vorhin auch aufgetragen, diesen hier. Und zwar ist es die 556. Blende ich euch hier ein, weil ich es nicht aussprechen kann. Und es ist so, dass ich nicht mal 2 Minuten warten musste, dann war der Nagellack trocken. Und was ja noch das Allerbeste ist, dass der super gut riecht. Und zwar wie die Colorish Lippenstifte. Genau, also ich rieche ständig an meinen Nägeln, was echt ein bisschen crazy ist. Aber der riecht so gut. Es sind quasi die ersten Nagellacke von L'Oréal mit Mikroölen. Der glänzt unheimlich schön auf den Nägeln. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Ich habe weder einen Topcoat noch einen Basecoat drauf und sie glänzen trotzdem wunderschön. Und wie gesagt, dieser Duft, also das ist mir noch nie passiert, dass mir ein Nagellackduft gut gefallen hat. Sagt mir mal, ob euch das schon mal passiert ist. Und wenn ihr, wie gesagt, bei DM seid, ich sag immer DM dazu, weil ich nur einen DM bei mir in der Nähe habe. Natürlich gibt es sie auch in anderen Drogerien, dann schaut sie euch sehr gerne mal an und lasst mich wissen, ob ihr sie genauso schön findet, wie ich sie finde. Jetzt kommen wir aber noch zu der anderen Frage, die ich euch stellen wollte. Und zwar seht ihr ja hinten mein Regal. Wenn ihr dazu ein Video sehen möchtet zu meinen Lieblingsfarben, dann lasst es mich sehr gerne wissen. Dann würde ich euch die gerade abfilmen. Ich würde euch die quasi live auf meine Nägel auftragen, sodass ihr sehen könnt, wie das bei mir aussieht. Ich gebe es zu, ich habe sie mir alle schon auf ein Nagellackrad aufgepinselt, sodass ich schon eine Idee habe, welche mir natürlich am besten gefallen. Ich wollte sie heute auf jeden Fall mit in mein Video bringen, weil ich einfach so dankbar bin natürlich, dass ich sie zugeschickt bekommen habe. Eben wie gesagt, weil ich Nagellack über alles liebe. Jetzt kommen wir zum nächsten Schmuckstück. Dazu muss ich euch aber eine kleine Geschichte erzählen, damit ihr es besser verstehen könnt. Und zwar wurde ich ja eingeladen von Astor Cosmetics nach London zu fliegen, um Heidi Klum zu treffen. Ein Heidi meets Heidi quasi. Jeder, der mir auf Snapchat folgt bzw. Instagram, weiß das schon. Und viele von euch haben mich auch gefragt, ob es dazu ein Video geben wird. Heidi Klum muss erstmal die Bilder freigeben und dann wird es auf jeden Fall das Video geben. Nur so viel schon mal dazu, dass ihr Bescheid wisst. Und ja, mein nächster Gedanke war natürlich, nachdem ich die Einladung gelesen habe, oh London, da kommst du ja nicht so schnell mit dem Auto hin, da musst du auf jeden Fall hinfliegen. Und Fliegen ist jetzt nicht gerade meine Leidenschaft. Viele von euch werden es jetzt wahrscheinlich belächeln, aber wenn man mir einfach mal einen Autoschlüssel in die Hand gibt und sagt, Heidi, fahr mal nach Italien 1000 Kilometer, dann mache ich das. Das habe ich tatsächlich auch schon gemacht mit meinen 4 kleinen Kindern. Die waren damals wirklich sehr klein. Da bin ich bis nach Rimini gefahren, einfach mal komplett die Nacht durch, 10 Stunden. Dann war ich da, damit habe ich überhaupt kein Problem. Aber mit dem Fliegen habe ich so ein bisschen ein Problem. Ich weiß, es ist für viele jetzt echt lustig, für mich nicht. Naja gut, also nichtsdestotrotz habe ich mir da natürlich Tage vorher Gedanken gemacht. Und ich habe etwas mitgenommen, was mir natürlich, meiner Meinung nach, man muss schon dran glauben, sehr viel gebracht hat. Und zwar
nimmt mir dieser Stein, und zwar rede ich gerade von diesem wunderschönen Edelstein hier, die negativen Energien und gibt mir Kraft. Und man kann sich das natürlich umhängen. Ich hatte es in meiner Tasche, weil ich einfach Angst hatte, dass er kaputt geht. Und er hat mir einfach wahnsinnig geholfen, damit ich ruhiger werde und damit ich das Ganze entspannter sehe. Ich zeige euch den jetzt auch nochmal in Nahaufnahme und erkläre euch ein bisschen was dazu. Die echten Edelsteine, wie unter anderem Saphir, Rubin und Smaragd, werden in Handarbeit hergestellt und es werden reine Metalle wie zum Beispiel Gold, Silber und Kupfer verwendet. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Farben und Formen, damit jeder das Passende für sich findet. Also der Stein hat mir auf jeden Fall eine ganze Menge gebracht. Natürlich haben die Mädels ihren Teil dazu beigetragen, die mit mir geflogen sind, die haben mich schön abgelenkt. Aber ich hatte in den letzten Wochen tatsächlich die ganze Zeit so ein Unwohlsein, so eine innerliche Unruhe, was jetzt nichts mit London zu tun hat, sondern ich habe einfach wahnsinnig viel im Kopf gehabt. Und seitdem ich eben den Stein immer bei mir trage, geht es mir gut. Er soll auch die Schlafqualität verbessern, also man könnte sich das Ganze auch ins Schlafzimmer hängen, beziehungsweise eben als Schmuck tragen oder immer bei sich haben. Ich wollte euch jetzt davon erzählen, weil ja vielleicht bald Muttertag ansteht, beziehungsweise irgendein Geburtstag. Vielleicht möchte man eine Freundin überraschen. Ihr habt es ja gesehen, es gibt ganz, ganz viele verschiedene Steine. Und was mir noch sehr, sehr gut gefällt, ist, dass ein Teil des monatlichen Erlöses an eine Stiftung geht. Und zwar Rettet den Regenwald, was ich natürlich auch unterstützen möchte. Und deshalb wollte ich euch heute auf jeden Fall von meinem wunderschönen Schmuckstück erzählen. So, meine Lieben, eigentlich hatte ich noch Produkte vorbereitet aus einer LE von Kiko und ich wollte euch noch von meinem neuen Garnier Micellenreinigungswasser berichten. Irgendwie habe ich gemerkt, dass ich viel zu viel gequatscht habe und jetzt Angst habe, dass das Video zu lange wird. Ich würde sagen, ich erzähle euch von den Produkten einfach das nächste Mal. Lasst mich sehr, sehr gerne wissen, ob ihr zu meinem Nagellackregal ein Video möchtet. Dann mache ich das sehr, sehr gerne, beantwortet mir das unten in die Kommentare oder hinterlasst mir einfach ein nettes Kommentar, da freue ich mich natürlich wahnsinnig. Falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das natürlich kostenlos tun und dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir. Ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Lasst es euch gut gehen, meine Lieben, und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!